Ja, hallo, guten Morgen. Einen schönen Gruß vom Flughafen in München. Mein Name ist Karl-Peter Fischer. Ich bin Professor an der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning und befinde mich gerade am Flughafen in München. Warum am Flughafen? Ja, weil wir eine semi-virtuelle Hochschule sind. Das heißt, ich bin auch an unseren unterschiedlichen Standorten wie Berlin, Treuchtlingen, Unna und auch natürlich hier in Ismaning tätig. Jetzt haben mich viele von euch immer wieder gefragt, was heißt denn bei euch semi-virtuell, wenn ich da Wirtschaftspsychologie studiere und was bedeutet Blended Learning? Ja, und da möchte ich hier ein kleines Video machen, passend am Flughafen, weil wir das Blended eben für unterwegs, für Mobilität steht. Ja, also, was ist die Information zum Thema Blended Learning? Wir an der Hochschule bieten dir für Wirtschaftspsychologie und BWL ein sogenanntes Vollzeitstudium an einer voll akkreditierten Hochschule an. Was bedeutet nun Blended? Blended Learning heißt vermischtes oder gemischtes Lernen. Blend, das kennst du. Blend meint also wie bei der Herstellung von Whisky oder Tabak die Mischung, den Verschnitt mehrerer Bestandteile. Und du weißt ja, dabei ist dann immer das Endprodukt immer besser als die einzelnen Bestandteile oder Zutaten. Und genauso wie bei einem edlen Whisky oder Rum bezeichnet Blended Learning eine Lernform, bei der die Vorteile von Präsenzveranstaltungen und E-Learning kombiniert werden. Und das bieten wir dir. Und für mich als Psychologen ist das eine didaktisch sinnvolle Verknüpfung von einer, ja, sagen wir, klassischen Präsenzveranstaltung, wie ihr sie normal aus der Hochschule und Universität kennt, mit den modernen Formen des E-Learning. Ja, was habt ihr davon? Damit verbindet diese Methode, das Blended Learning, soziale Aspekte der Face-to-Face-Kommunikation mit dem Effekt und der Effizienz elektronischer, digitaler Lernformen im Internet. Und unsere Hochschule für angewandtes Management ist in Deutschland Vorreiter dieser Lernmethode. Jetzt wirst du dich fragen und sagst: Ja, was ist denn der Vorteil, so zu studieren? Blended Learning ermöglicht dir, lernen, kommunizieren, informieren und Wissensmanagement praktisch frei von Ort und Zeit. Du siehst ja, ich sitze jetzt hier gerade am Flughafen in München, ist noch sehr, sehr in der Früh, und ich fliege jetzt von München an unseren Campus nach Berlin und bin dann eben am Campus mit meinen Studenten und treffe mich am Campus in Berlin mit unseren Berliner Studenten. Deswegen auch das kleine Video hier am Flughafen. Das heißt also, Blended Learning bietet einen enormen Freiheitsgrad für mich als Professor und natürlich auch für dich als Student, weil du nebenher arbeiten kannst, du kannst berufstätig sein. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, zum Beispiel wie jetzt. Ich habe heute Vorlesung in Berlin, das heißt, ich nehme hier den ersten Flieger und treffe dann meine Studenten und Studentinnen. Die Studenten und Studentinnen kommen in einem, wenn du die Form des Vollzeitstudium wählst, dreimal pro Semester, ja, dreimal pro Semester für jeweils 5 Tage, immer von 9 bis 18 Uhr. Also wir treffen uns jetzt in Berlin, treffe ich jetzt die Berliner Studenten und Studentinnen von 9 Uhr bis 18 Uhr. Wir machen unseren Präsenztermin und dann fliege ich zum Beispiel wieder heim nach München. Ja? Und die Präsenztermine, die sind genauso wie ihr es kennt, an einer normalen Universität oder an einer normalen Hochschule, so wie ich früher, ich habe an der LMU in München studiert, genauso. Ja, und hier dann besuchst du unsere Kurse, legst in den Präsenzterminen auch deine Prüfung ab, tauschst dich mit Kommilitonen aus, Professoren oder deinem Studiencoach. Ja, also das heißt, an den Präsenzphasen, ja, schließen sich dann immer bis Semesterende 3 Prüfungstage an. Und somit, und der Rest ist online, also Online-Learning. Und somit ergibt sich für eine Anwesenheit an der Hochschule für dich, wenn du dich für sowas entscheidest, von maximal 18 Tagen pro Semester. Und zwischen den Präsenzphasen, wie gesagt, nutzt du dann das Internet, um mit mir zu kommunizieren, unsere Lernplattform und online und Vollzeit dann eben zu studieren. Das Tolle ist, für beruflich oder anderweitig stark eingebundene Menschen mit knapper Freizeit bieten wir dann eben auch ein Teilzeitstudium an, das dann innerhalb praktisch innerhalb des Lehrplans dann noch an dich angepasst werden kann. Und jetzt fragst du dich sicher noch,
welche Fachbereiche kann ich jetzt bei euch studieren? Du kannst bei uns studieren BWL, du kannst bei uns studieren Wirtschaftspsychologie und Sportmanagement. Ich mache bei uns die Wirtschaftspsychologie und habe mich spezialisiert auf Markt- und Werbepsychologie, auf Online-Kommunikation und auf Online-Marketing. Also es würde mich sehr freuen, dich vielleicht irgendwann begrüßen zu dürfen. Die Lernform des Blended Learning ist sicher innovativ und wird in vielen, vielen Fällen auch sicher die Zukunft sein. Mir macht es Spaß, mir ermöglicht es auch neben meiner Arbeit als Professor eben tätig zu sein und nach wie vor noch in meiner Agentur eben zu arbeiten. Und so kann ich sehr, sehr gut Praxis und Lehre miteinander verbinden. Und ihr habt immer die neuesten Methoden und ihr habt immer die neuesten Sachen, die auch in der Praxis sehr, sehr wichtig sind. Ja, also deswegen das kleine Video heute hier am Flughafen, ein bisschen so den Verkehr mit zeigen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Naja, nicht ganz, ein bisschen müde bin ich jetzt schon, um dann bis um 9 Uhr in Berlin zu sein. Aber ihr seht, es ermöglicht eben einen enorm hohen Freiheitsgrad, weil denkt es, wenn du dann studierst, du kannst dann von jedem Ort aus studieren. Du musst nicht am Ort der Hochschule sein, du kannst auch im Ausland sein. Du musst halt nur an den Präsenzterminen zu uns kommen und deine Prüfungen ablegen. Und ansonsten kommunizieren wir eben über unsere Lernplattform, über Google Hangouts, über virtuelle Klassenzimmer, über WhatsApp. Also alle neuen Möglichkeiten, die sich bieten und die auch Social Media bietet. Und ja, also es macht recht viel Spaß und wie gesagt, ich würde mich freuen, dich im Wintersemester jetzt begrüßen zu dürfen. Und wenn du Lust hast auf Wirtschaftspsychologie, dann melde dich einfach an. Ich hoffe, das hat dir jetzt gezeigt, was Blended Learning bedeutet. Und ja, also bis dann, dein und euer Peter. Tschüss.